So, ich chill jetzt hier gerade am Neckar in Bad Cannstatt und ich will mal ein bisschen darüber reden, wie man eigentlich entdecken kann, was man vom Leben will und was einen glücklich und erfüllt macht. Weil wenn wir Menschen fragen, was das sein soll, dann antworten die meisten, ja gut, das und das, aber sie wissen nicht, ob das wirklich das ist, was tief aus ihnen spricht oder ob es das ist, was sie sich selbst im Laufe der Zeit erdacht haben oder was sie einfach übernommen haben von anderen Menschen. Und ich will einfach mal drei Fragen aufstellen und allein, wenn man diese Fragen mal auf sich wirken lässt, dann kriegt man zumindest so einen Ansatz von Ahnung, was es sein könnte, das einen glücklich macht oder wo die Grundlage dessen sein sollte, die Quelle dessen sein sollte, wie man dann eben entscheidet, was man tun will und was man lassen will vor allem. Die erste Frage ist, wenn du morgen im Lotto gewinnen würdest, würdest du alles weiter so machen, wie du es bisher gemacht hast? Das ist eine sehr kraftvolle Frage, denn mit einem Lottogewinn ist dann die finanzielle Freiheit verbunden und allein durch die Überlegung, was würde ich tun, würde ich es doch genauso machen, kann man sich sehr einfach herleiten, ob man denn so mit dem, was ist, so glücklich ist, ob es erfüllend ist oder ob man es nur macht, weil man es eben machen muss oder weil man denkt, man hat keine andere Wahl. Die zweite entscheidende Frage ist, wenn du abends weg bist, in der Disco, in der Bar, in Nachtclubs, einfach im Leben, wo sich auch Menschen kennenlernen und wo sich auch gerade Frauen und Männer kennenlernen. Wenn du sicher wüsstest, dass du am Ende des Abends eine wunderhübsche, für dich wunderhübsche Frau, mit der du dich super verstehst, kennenlernen würdest und ihr zusammen nach Hause gehen würdet und sich daraus vielleicht etwas Wunderbares entwickeln würde. Wenn du das sicher wüsstest, wie würdest du deinen Abend bestreiten? Wie würdest du mit deinen Kumpels umgehen? Wie würdest du mit dem Barkeeper, mit deinem Umfeld umgehen? Wie locker wärst du plötzlich? Wie viel Spaß hättest du am Abend, wenn du sicher wüsstest, am Ende, Schnips, ich lerne eine kennen, ich werde sicher mit ihr nach Hause gehen, ich werde sicherlich noch weiterhin mit ihr Kontakt haben und eine schöne Zeit mit ihr verbringen. Das ist die zweite kraftvolle Frage, die man sich stellen sollte, um dann zu erkennen, aha, was mache ich anders als in diesem Gedankenspiel? Was mache ich in der Realität anders als in diesem Gedankenspiel? Und die dritte große Frage ist, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du morgen stirbst? Das ist die dritte kraftvolle Frage. Oder eine schwere Krankheit hättest, wo du nur noch ein paar Wochen zu leben hättest. Und dazu habe ich auch noch eine kleine Ergänzung. Denn eine schwere Krankheit zu haben, wo du in ein paar Wochen sterben würdest, was ist denn das Leben? Was ist das Fazit des Lebens? Das Fazit des Lebens ist der Tod. Also ist das Leben selbst ja quasi eine Art Krankheit, an dessen Ende der Tod steht. Und deshalb haben wir diese Krankheit schon. Um jetzt da weiterzuführen, das Ganze, man sollte eigentlich sofort das machen, was man tun würde, wenn man nur noch 2 Wochen zu leben hätte. Und man sollte das tun, was man tun würde, wenn man wüsste, dass man am Ende des Abends hier Mädel mit nach Hause nimmt. Und man sollte das tun, was man eben durch diese Gedankenspiele sich herbeiführt und das tun, was man tun würde, wenn man jetzt plötzlich 10 Millionen auf dem Konto hätte. Natürlich kann man es nicht sofort anwenden und man es reicht auch nicht, sich einfach das vorzustellen und dann läuft die Sache. Es soll nur so einen kleinen Geschmack geben, wo er das Leben noch hinführen kann, dass es nicht so beschränkt ist einfach, dass es noch viel mehr Möglichkeiten gibt und dass wir selbst aus uns viel mehr machen und dass wir eigentlich andere Dinge wollen, als wir uns selbst einreden. Wir reden uns Dinge ein, dass wir Dinge wollen, weil sie in unserer Komfortzone liegen, weil wir Angst haben, verletzt zu werden, mit unseren Ängsten konfrontiert zu werden, abgewiesen, abgelehnt zu werden. Wir reden uns ein, durch finanzielle Unfreiheit Dinge nicht tun zu können, die wir aber in Wirklichkeit irgendwie doch tun könnten. Ne? Und so weiter. Also diese drei kraftvollen Fragen wollte ich einfach mal aufwerfen und ein bisschen was zum Nachdenken. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.